Hallo. 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 Und schon wieder Hallo zum Backen und Kochen mit Stefan. Wer hat bei der Affenhitze schon Lust zu backen? Trotzdem möchten wir wahrscheinlich auf Kuchen nicht verzichten. Deshalb heute mal wieder einen Kuchen oder eine Torte ohne zu backen. Und zwar etwas kalorienreduziert, sehr frisch, fruchtig. Eigentlich gehört da kein Fruchtspiegel drauf, den mache ich aber extra noch aus Himbeeren darauf. Und als Basis dient uns Vollkornkekse, das wird der Teig, und eine Joghurtbutter. Die habe ich schon mal geschmolzen, ich hoffe, das kann man sehen. Normalerweise 150 Gramm Kekse, 150 Gramm Kekse, 150 Gramm, was laber ich denn jetzt hier? Normalerweise 150 Gramm Vollkornkekse und 125 Gramm Joghurtbutter. Das habe ich probiert. Das Verhältnis bei einer 24er Form haut überhaupt nicht hin. Deshalb etwas erhöhen. 200 Gramm Kekse, 165 Gramm Joghurtbutter. Dann unsere Springform habe ich schon mal mit Backpapier ausgelegt. Das kommt gleich, aber zuerst müssen wir die Kekse mal klein machen, zerbröseln. Die am besten in einem Gefrierbeutel. Damit fangen wir an. Zerdrücken, und dann mit dem Nudelholz oder mit dem Fleischklopfer fein machen. Seht, das geht eigentlich recht gut, recht einfach und recht schnell. Wenn ihr das haben möchtet, bestimmt ihr natürlich selber. Hier reicht das so. Meine erste Ladung in Schüssel. Seht, das ist schon recht fein. Dann nehmen wir die restlichen noch. Ja, nun ist alles schön fein. Dann kommt die Butter dazu. Alles vermischen und dann mit den Händen zu einem kompakten Teig verkneten, das Ganze. Wer sich das nicht so mit den Händen machen möchte, kann da auch so Handschuhe für anziehen. Butter sollte zwar flüssig sein, aber nicht mehr allzu warm, also nicht zu heiß. Sonst dauert es auch ewig, bis das alles fest geworden ist. Und wenn ihr eine größere Schüssel nehmen würdet, zumindest eine größere wie ich, dann würde er auch nicht so viel daneben fahren. Aber es reicht jetzt schon. Seht, jetzt haben wir so eine komplette Masse, eine kompakte Masse. Und in unsere Springform rein. Verteilen. Wir sind jetzt schon bei 200 Gramm Kekse. Jetzt knapp und eng. Wie soll das mit 150 Gramm Kekse passen? Wer manchmal die Rezepte macht, der hat meines Erachtens das überhaupt nicht nachgebacken oder mal ausprobiert, sondern einfach nur mal aufgeschrieben.
wir alles einigermaßen verteilt. Und gieße mir noch mit so einer Palette etwas gerade, etwas flach. Das reicht. So, nun den Boden für 15 bis 30 Minuten in den Kühlschrank geben, bis dass er fest wird. Dann sehen wir uns wieder und machen die Füllung dafür. Ja, der Teig ist jetzt schon 15 Minuten etwa im Kühlschrank, wird also gleich fest sein. Können wir schon mal die Füllung, die Creme vorbereiten. Alles ohne Sahne, ganz wichtig, aber eingeweichte Gelatine habe ich hier schon. Wer keine Gelatine nehmen möchte, kann natürlich ersatzweise auch Agar-Agar oder ähnliches nehmen. Ich benutze Gelatine. Ich habe da keine Vorbehalte und deshalb das. Dann benötigen wir Joghurt. Und zwar 400 Gramm, 0,2% Fett. Und Frischkäse, 0,3% Fett. Und zwar 500 Gramm. 400 Gramm, 500 Gramm. 125 Milliliter Orangensaft, circa 2 Esslöffel Zitronensaft, den habe ich eben aus so einer Bio-Zitrone ausgedrückt, und 50 Gramm Zucker. Wer den Zucker reduzieren möchte, der kann das machen, ganz einfach mit flüssigem Süßstoff, einfach die Hälfte davon ersetzen. Oder noch zusätzlich, wenn es nicht zu süß wird, denn das hier wird eigentlich eine relativ frische, erfrischende Sache. Und deshalb kommt auch zum Schluss noch der Fruchtspiegel dazu. Aber zuerst kümmern wir uns um den Rest. Also Gelatine ist schon eingeweicht. In eine Schüssel. Die Vögel im Hintergrund, ich kann es nicht ändern. Ist leider so. Gehört dazu. Also erst den Frischkäse. Dann den Joghurt dazu. Darauf den Zitronensaft. Alles gut vermischen. Das könnt ihr auch mit dem Handrührgerät machen oder mit dem Schneebesen. Ich mache es schnell eben so. So, wenn alles gut miteinander verrührt ist, kurz beiseite stellen. Jetzt geben wir in einen kleinen Topf unseren Orangensaft und den Zucker. Und dann auf dem Herd stellen, kurz erwärmen, bis der Zucker geschmolzen ist. Nicht kochen, nicht zu heiß werden lassen, einfach nur bei geringer Temperatur ein bisschen erwärmen, so dass der Zucker geschmolzen ist. Ja, wenn das soweit erwärmt wurde, dass der Zucker geschmolzen ist, geben wir die eingeweichte Gelatine dazu. 6 Blatt waren das. Auflösen in dem O-Saft. So, wenn die Gelatine komplett aufgelöst ist, das sollte jetzt der Fall sein, dann gebe ich erst 2-3 Esslöffel von meiner Joghurt-Frischkäsemasse hierzu. Verrühre das Ganze. So, ist das gut verrührt, gebe ich dieses zu meiner Joghurt-Frischkäse-Masse dazu. Das gewährleistet mir, dass es keine Blümchen gibt. Vermischen alles. Seht, das ist jetzt auch schon schön fest geworden. Masse darüber gießen.
wer das Ganze ohne Fruchtspiegel, sondern nur mit Früchten servieren möchte, kann das auch so jetzt machen. Einfach 3 bis 4 Stunden in den Kühlschrank kalt stellen, was umlösen, dann ist er eigentlich schon fertig. Also im Rezept soll es nur mit Früchten serviert werden. Ich mache aber gleich noch einen Fluch. Was habe ich denn heute mit der Zunge? Ein Fruchtspiegel drauf und so lange kommt es trotzdem in den Kühlschrank, bis ich die Früchte und alles vorbereitet habe. Bei mir wären es übrigens Himbeersachen. Ja, für unseren Fruchtspiegel benötige ich Himbeeren. Die Mengenangaben, das blende ich euch wieder ein. Das sind gefrorene Himbeeren. Könnt ihr auch frische nehmen, ihr könnt auch andere Früchte nehmen. Ihr müsst auch gar nichts nehmen. Also wie euch das beliebt. Ich mache das mit gefrorenen. Halb angetaut ist das alles schon. Dann habe ich schon etwas Gelatine eingeweicht in kaltem Wasser und noch etwas Puderzucker. Zuerst püriere ich mir die Himbeeren. Dann gebe ich den Puderzucker dazu. Ihr könnt aber auch Süßstoff oder ähnliches nehmen. Und wenn die Früchte süß genug sind, braucht ihr auch gar keinen Zucker dazu geben. So, dann passiere ich alles nochmal durch ein Sieb, damit die Kerne rauskommen. So, nachdem wir alles durchpassiert haben, eingeweichte Gelatine in einen kleinen Topf. Nicht auspressen, das bisschen Wasser brauchen wir, vielleicht noch ein paar Tropfen mehr. Jetzt ganz leicht erhitzen, erwärmen, bis das die Gelatine geschmolzen ist, aber nicht kochen, nicht zu heiß. Sobald die Gelatine geschmolzen ist, wird es hier komplett aufgelöst. Ich esse wieder 1-2 Esslöffel meiner Fruchtmasse dazu. Löst die hier drin auf. Und erst jetzt gebe ich das der restlichen Fruchtmasse. So gibt es sicherlich keine Klöße. Alles gut unterrühren. So, hier habe ich jetzt meine Torte. Es ist schon ganz leicht angestockt oben. Jetzt gebe ich einfach das Fruchtmus da drauf. Vorsichtig verteilen, sodass wir die Masse unten nicht mehr zerstören. Aber weil es ja so dünnflüssig ist, relativ dünnflüssig, verteilt sich fast von alleine. So, das soll schon reichen. Löffel noch abschlecken. Lecker. Und jetzt für, ja, ich würde sagen, gute 3 Stunden in den Kühlschrank zum Festwerden lassen. Und dann schauen wir uns da hinterher das Ergebnis an. Ja, nach guten 3 Stunden, 3,5 Stunden, hoffe ich es fest, durchfest, aber ich glaube schon. Ja, habe hier heißes Wasser stehen, schmales Messer, jetzt wollen wir ihn mal daraus befreien. Also das sieht alles ganz gut aus, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob er schon 100% fest ist. Tortenplatte. So.
fest. Sieht man hoffentlich. Ah, ich kann ja auch hier filmen. Fest. Jetzt müssen wir natürlich noch den Geschmack testen, aber vorher noch ein klein wenig Deko. Kommt sofort. Also das sieht aber Bombe aus. Jetzt kommen wir zum Wichtigsten, natürlich zum Probieren. Lecker. Super erfrischend. Ein toller Himbeergeschmack. Sehr, sehr fruchtig. Durch den Fruchtspiegel natürlich. Und ich glaube, nur damit funktioniert es. Also eigentlich wird es ja ohne irgendeine Frucht angeboten, soll man nur dabei legen eventuell. Aber nur so kriegt es so einen richtig fruchtigen Geschmack. Wirklich lecker, macht's nach, es lohnt sich. Ihr könnt natürlich jede andere Art von Frucht nehmen, egal jetzt Orangen, Fruchtspiegel, Kiwi, was auch immer, andere Beerenfrüchte, kein Problem. Die Mengen bleiben dabei gleich. Das sollte kein Problem sein. Ich habe hier im Hintergrund schon wieder die Vögel. Krakeelen, sag ich mal so, macht ja nichts, habt ihr gesagt, gehört dazu. Ja, dann noch was kurz in eigener Sache. Ja, da war ich einkaufen und war total verwundert, dass einige Artikel oder viele Artikel eigentlich zurzeit nicht verfügbar sind. Dann habe ich mich schlau gemacht hier zu Hause im Internet und dann habe ich festgestellt oder lesen müssen, dass einige Hersteller, wie zum Beispiel auch Dr. Oetker, Real im Moment nicht mehr beliefert, aufgrund irgendwelcher Preise oder Preisgestaltung. Was auch immer das heißen mag, ich dachte immer unverbindliche Preisempfehlung, also der Hersteller gibt was vor und der Händler sollte oder kann sich danach richten, aber nicht, dass er das muss, sehr merkwürdig und sehr fragwürdig. Aber Real, einmal hin, nichts mehr drin. Ja, das bedeutet, ich kaufe woanders ein. Das ist eine eigene Sache, nur mal kurz dazu. Nochmal zum Kuchen. Ich hoffe, ihr macht's nach. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Oder abonniert meinen Kanal, darüber freue ich mich besonders. Und ihr verpasst kein Video mehr von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.